In unseren Köpfen herrscht noch immer die Vorstellung, dass um Gewicht zu verlieren, wir nur ein bisschen mehr Sport machen müssen. Hier kommt die schlechte Nachricht. Die Wissenschaft sagt uns eigentlich schon seit längerem, dass Sport ziemlich nutzlos ist, um Gewicht zu verlieren. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Ich bin der Huang und seit längerem versuche ich ja schon abzunehmen. Wie die meisten war auch ich lange dem Mythos verfallen, dass ich nur mehr Sport machen müsste, dann würde es schon mit dem Abnehmen klappen. Erst mit der Erkenntnis, dass Gewichtsverlust am Herd passiert und nicht auf dem Sportplatz, hat es endlich geklappt. Und dabei gibt es einige richtig geile Studien, die uns genau dies sagen. Und das schauen wir uns jetzt mal zusammen an. Eins vorweg, Sport ist natürlich das wichtigste und beste Mittel, um fit und gesund zu bleiben. Was aber sehr, sehr interessant ist, ist, dass der Einfluss von Sport auf die Gewichtsabnahme deutlich überschätzt wird. Und das kann man so schön an meinem Beispiel hier sehen. Ich habe Ende letzten Jahres einen erneuten Versuch gestartet abzunehmen. Und zwar, um es jetzt ein bisschen lustiger zu machen, eine Abnehm-Challenge. Bis Ende diesen Jahres möchte ich 25 Kilo abgenommen haben, also bis Ende 2021. Ich fing also an, jeden Tag mindestens eine halbe Stunde zu joggen. Wirklich jeden Tag. Und es war wirklich, wirklich schwer. Und ich hatte erwartet, dass man es in der Waage sehr schnell sehen würde, also mindestens nach ein, zwei Monaten. Und was ist passiert? Nichts. Übrigens, Randthema. Wenn ihr auch starten möchtet mit Joggen und ihr ein bisschen zu den schwereren Leuten gehört, so wie ich. Ich habe extra ein Video gemacht, das ich mit dem Thema Laufschuhe, und zwar Laufschuhe für eher schwerere Läufer, also für Leute über 190 Kilo befasst, weil man da braucht da ganz andere Schuhe, als wenn du jetzt 80, 60, 70 Kilo wiegst. Also wenn euch das interessiert, ich verlinke euch das mal. Also, es sind nun 2 bis 3 Monate auf meiner Abnehm-Challenge vergangen. Ich habe jeden Tag Sport gemacht und ich habe 0 abgenommen. Ganz im Gegenteil, ich habe sogar zugenommen. Könnt ihr euch vorstellen, wie gefrustet ich da war? Warum zum Teufel funktioniert es nicht? Ganz interessant, 2019 hatte ich den Versuch abzunehmen schon mal gestartet. Und dort habe ich, jedenfalls dachte ich das so, durch den Sport abgenommen. Was 2019 dann passierte? Corona. Und ich hatte am Ende mehr drauf als zuvor. Der entscheidende Hinweis kam dann aber von meiner Frau, die dann zu mir sagte, hey Huang, wenn ich genau drüber nachdenke, dann ist eines, was mir massiv aufgefallen ist, dass du in dieser Zeit weniger gegessen hast. Das erste, was ich jetzt also verstehen musste, ist, wie wir Menschen Energie verbrauchen. Im Grunde sind es 3 unterschiedliche Formen. Zum einen der Ruhezustand. Das bedeutet, wie viel Energie wir im Normalzustand verbrauchen, also wie viel Energie der Körper benutzt, um uns am Leben zu erhalten. Dann der recht kleine Teil der Nahrungsabsorption, also im Grunde wie viel Energie der Körper benutzt, um aus Nahrung selber Energie wieder zu gewinnen. Und der letzte Teil, die Energieaufbringung für physische Aktivitäten, wie zum Beispiel Sport. Interessanterweise haben Studien gezeigt, dass der physische Teil bei den meisten Menschen gerade mal bei 10-30% des Gesamtumsatzes liegt. Das heißt also, dass der Hauptteil der Energieverbrennung, des Energieverbrauches, aus dem Ruhezustand kommt. Und dass der Sport selber nur einen marginalen Einfluss auf den Verbrauch haben kann. Und wir nehmen jetzt mal nicht an Spitzensportler oder Leute, die die Möglichkeiten haben, 4-6 Stunden pro Tag Sport zu machen. Aber es kommt sogar noch besser. Denn eine Studie von Hermann Ponster zum menschlichen Metabolismus hat den Kalorienverbrauch eines der letzten Jäger- und Sammlerstämme in Afrika untersucht. Die Hadza, das ist also der Stamm, sind die typischen Jäger und Sammler, wie wir sie uns vorstellen. Die Männer gehen jagen und es gibt keine Land- oder Viehwirtschaft und die Frauen kümmern sich um die Kinder, sind im Schnitt 6 Stunden pro Tag zu Fuß unterwegs, also Wasser holen, sammeln und so weiter. Und wenn sie nicht zu Fuß unterwegs sind, dann arbeiten sie unglaublich hart. Die Annahme der Forscher war, dass der Kalorienverbrauch bei diesem Volk im Gegensatz zu uns durch die Decke gehen muss. Macht ja Sinn. Ja, wenn wir das nehmen, was uns
bisher bekannt ist und auch gesagt wurde, bedeutet mehr körperliche Aktivität, bedeutet mehr Kalorienverbrauch. Also das Ratio zwischen Körpermasse und Körpergewicht zu Energieverbrauch müsste ja dann bei den Hardstar ganz, ganz oben sein. Also links oben hat wenig Masse, aber massiver Kalorienverbrauch. Jetzt kommt das Geile. Das Ergebnis hat was komplett anderes gezeigt. The old models don't work. We need to think about what does. So there's no difference between energy expenditure in HADSA and Western lifestyle. Also, was Ponster da sagt, ist, dass es keinen Unterschied zwischen dem Energieverbrauch der HADSA in der Ratio zu der Körpermasse und der westlichen Zivilisation gibt. Also zwischen uns. Und das, also mit anderen Worten, ein Stamm, der etliche Stunden auf den Beinen ist, der extrem physische, körperliche Aktivitäten, vielleicht sogar das Maximum, was der Mensch überhaupt tun kann, vollbringt, verbrennt genauso viel Kalorien wie wir, die vielleicht, wenn es hochgeht, mal eine halbe Stunde oder Stunde am Tag joggen gehen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und alles hängt mit unserem Metabolismus zusammen. Und es wird sogar noch besser, denn Ponster war wahrscheinlich wie ihr und ich auch sehr perplex über die Ergebnisse. Und bei einem weiteren Versuch hat er Probanden für einen Halbmarathon trainieren lassen. Wichtig hier ist zu erwähnen, diese Probanden waren vorher sportlich nicht aktiv. Auch hier hat man dann gedacht, je länger sie trainieren, also je länger sie rennen und je weiter sie rennen, und also näher dem Halbmarathon kommen, umso mehr Kalorien würden sie verbrauchen. Also ein normal stetiger Anstieg. Das Schockierende hier ist aber, genauso ist es eben nicht gekommen. Ganz im Gegenteil, wie ihr an der Grafik sehen könnt, der Körper hat sich angepasst und im Laufe der Zeit sogar weniger Kalorien verbraucht. Mit anderen Worten, unser Körper passt sich an. Was ja eigentlich auch Sinn macht, weil wir haben diese hocheffiziente Maschine und sie passt sich unserer Umwelt, unserer Gepflogenheiten an. Also, wenn wir jetzt joggen gehen für 30 Minuten und dabei, sagen wir mal, 300 Kalorien verbrauchen, dann ist ja unsere Annahme eigentlich, dass wir ein oder zwei Monate später immer noch 300 Kalorien verbrauchen. Und das ist nicht der Fall. Also, unser Körper passt sich an und dann verbrauchen wir nur noch 200 oder 150 Kalorien. Und sogar wenn wir länger laufen, der Körper passt sich an und verbraucht immer weniger Energie, weil er effizienter wird, beim Sport Energie zu verbrennen. Und das ist ja, was wir merken. Deswegen werden wir auch fitter und deswegen können wir auch länger laufen, weil wir einfach besser werden. Die Wissenschaft sagt uns also schon seit einigen Jahren, dass Sport nicht zur Gewichtsabnahme taugt. Und trotzdem versucht man heutzutage noch immer uns weiszumachen, dass man mit Sport abnehmen kann. Wie hier zum Beispiel in dem Spiegelartikel vom März diesen Jahres. Warum sind wir also fett? Die Antwort ist ganz einfach. Wir essen zu viel und wir essen das Falsche. Ist die Lösung dann auch so einfach? FDH, also frisst die Hälfte, einfach weniger essen. Nein, denn auch dort grätscht uns der Metabolismus kräftig rein. Denn genauso wie der Metabolismus in dem Beispiel vorhin versucht, den Kalorienverbrauch durch physische Aktivitäten zu finden, indem er sich anpasst, genauso tut er das beim Kaloriendefizit durch weniger Ernährung. Und ihr kennt das und ihr könnt es auch hier so schön bei mir sehen. Ein Diätfiasko nach dem anderen. Ich nehme ab, dann kommt der Jojo-Effekt und am Ende wiege ich mehr als zuvor. Es ist aber natürlich möglich und wie ihr sehen könnt, habe ich bereits 15 Kilo abgenommen. Also über die Hälfte meiner 25 Kilo Challenge und ich bin so stolz drauf. Und ich hoffe, ihr könnt es sehen, vor allem wenn ihr die alten Videos anschaut. Also wenn ich Fotos anschaue, dann ist das ein wahnsinniger Unterschied. Und wie man das schafft, das erzähle ich dann in Part 2. Was wir uns im nächsten Video anschauen, ist genau das Gegenteil. Energieverbrennung durch Defizit an Energiezufuhr. Bei beiden ist aber sehr, sehr wichtig, auf unseren Metabolismus zu achten. Lass uns nochmal festhalten. Mit Sport alleine nehmen wir nicht ab. Warum? Erstens, weil unser Körper aktiv gegen den erhöhten Energieverbrauch kämpft, indem er sich adaptiert. Und zweitens, weil Sport
in unserem Energiehaushalt, in der Energieverbrennung, nur einen kleinen Teil ausmacht. Warum sind aktive Sportler dann so dünn? Nur zum Teil wegen dem Sport, aber vielmehr hat er Einfluss auf deren Ernährungsplan bzw. deren Metabolismus. Wie finde ich jetzt den richtigen Ernährungsplan? Das schauen wir uns an in Teil 2. Also, schön, dass ihr mit dabei wart. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Sehen wir uns in Teil 2.